Bild wurde angepasst in der Zwischenzeit. Ja, ich hab's schon gesehen. Es war übrigens alles im Stream zu sehen, also das, ich weiß, als wir das haben, ist hab ich gerade reagiert. Sehr abenteuerlich zwischendurch. Kein, keiner unserer Abenteuer-Streams ohne Penis. Hm. Gehört dazu. Wenigstens auf YouTube kann ich es mal, mal rausschneiden. Kannst du ihn größer machen. Du zensierst einfach das lange, lange schwarze Ding hier auf dem Bild. Hm. Einfach dauerhaft. Ja. Gut. Der Balken ist immer da und macht's dann noch schlimmer. Ja. Ich hab festgestellt, wie abwegig und. Ja. Also wie Flirting, wie abwegig Flirting und wie und. Hast wie du überholt, das, wie überholt das ist? Nee, aber ich kann nicht flirten, deswegen ich habe sowieso gesagt, du hast ja sowieso gesagt, ich habe es nicht ganz geschafft, deswegen ich stelle mich ein bisschen blöd an beim Flirting. Keine aber Sorge, beim letzten ist, Mal habe ich erst nach einer Woche rausgefunden, dass der Typ, den ich anmache, aromantisch ist. wow. Ich stelle mich ein bisschen blöd an. Wenn es denn sein muss. Ja. Dann machen wir mal ein bisschen Roleplay hier. Ich habe ein bisschen Musik, ich weiß nicht, was das ist. Es ist bei mir auf meiner. Ist bei mir in meinem Musikurne. Ist bei mir in meinem Musikurne unter Romantik abgespeichert. Das Pornhub-Intro. Romantic Relaxing Music. schauen wir mal, was ich dazu bieten habe. Passt vielleicht ganz gut dazu. Oder auch nicht. Steam-Scheiß, was jetzt hier gleich abgeht. Was haben wir denn hier? Oh ja. Sehr romantisch. Romantik. Wäre wahrscheinlich lustiger, wenn wir es auch tatsächlich hören würden, aber. Ja, müsst ihr den Stream leider öffnen. Ansonsten hört das nicht. Dann hört er mich doppelt. Und du ich selber doppelt. Ich stehe also vor dem Stand gerade und ich stehe noch immer vor dem Stand und schau mir dieses Schwert an, was da vor mir liegt. Ich sehe ihn, er guckt sich das Schwert auch an. Wir sind uns beide einig, dass ich das haben möchte. Ich mache einen Satz über seinen Verkaufsstand hinweg und beuge mich leicht zu ihm herunter und blicke ihm von oben irgendwie ein bisschen zwangsläufig so ein bisschen in mit meinen Augen in seine Augen und flüstere ihm so leise in seine spitzen Öhrchen: Na, mein süßes kleines Zuckermäulchen, dich macht die ganze Arbeit hier doch sicher völlig fertig. So ein tapferer Goblin und so geschickt im Handeln, so im Verkaufen, wie du da ihm gerade verkauft hast. Du musst doch ganz müde sein. Komm, lass mich ein klein wenig dir den Tag versüßen. Komm, lass uns hier ein bisschen. Ich schmiege mich leicht an ihn ran und nehme ein bisschen. Stellt euch das weiter vor. Und während er sich an mich ranschmiegt, nehme ich mir so ein bisschen, nehme ich mir das Schwert an mich und ihm scheint das auch nicht mehr viel auszumachen. Nein, der ist, ja. Mit ihm kannst du jetzt alles anstellen, was du tun willst. Acting, 100%. Oh Gott, was geht damit? Romantikmusik. Den Wagen oder noch nicht? Er verschwindet den Wagen, aber ich mach mich so schnell ich gucken kann davon. Okay, gut. Er kann gar nicht sehen, soweit weg ist. Er ist noch betört und verwirrt. Er macht dann. Ja, er ist kurz in seinen Wagen verschwunden. Und während er es bemerkt, dass ich weg bin ich schon weg. Ihr könnt es nicht genau einordnen, aber ihr glaubt, er sortiert gerade Fleischwaren sehr kräftig auf seinem Tisch um. Außerdem wackelt der so hart, der Wagen. Ja.
Er hat ein sehr stolzes Schwert. Ja. Verliert gerade eine Lanze. Okay, gut. Gut, in Hoffnung, ihn nie wieder sehen zu müssen, bringe ich mich auf die Karte. Der erstmal bleibt. Gehe ich mich auf die Karte. Bitte setzt ihn in jedes nächste Abenteuer rein. Es besteht jetzt eine Chance, dass er wieder dabei ist. Ich kenne nicht mal seinen Namen, aber gut. Gut. Ich glaube, in diesem Dorf haben wir genügend gesehen. Ja. Das Goblin Hefner. Ihr seid gerade hier. Was wollt ihr tun? Ich würde mal sagen, da uns gesagt wurde, ich würde immer noch gerne zu dem Ding gehen, zu dem Bürgermeister, irgendwas Typ. Verwalter-Typ, Mensch. Ja. Also da ich... Man geht doch später auch gerne mal aufs Weingut und mit da mal ein Fässchen mitnehmen, aber das hat Zeit. Da ich gehört habe, dass im Wald was vor sich gehen soll, dass da was... Du willst also nicht das tun, was eure Gruppe immer tut, alles klar. Dann gehen wir in den Wald. Ich gehe nicht in den Wald, aber ich mache mich schon Richtung... Ich gehe so ein bisschen in welchem Wald wurde es uns denn gesagt, dass da was ist? Da, wo die leuchtenden Augen sind. In dem Wald dort. Da, wo die leuchtenden Augen sind oder außerhalb des Dorfes irgendwo? Der Wald. Der Wald dort. Ihr habt die Information im Wald. Okay. Dann... Ich gehe zum Versammlungshaus. Dann komme ich mal mit, um mich mal abkündigen, wo im Wald genau... Alles klar, ich guck mal, ob ihr jemanden trefft. Oh, ihr trefft auf jeden Fall jemanden. Ich halte Abstand vom Markt. Ich versuche weit weg vom Markt zu kommen. Nein, es ist nicht der Goblin. Der ist noch nicht drin in der Liste. Schade. Muss ich mir mal aufschreiben. Du triffst im Wald auf den Goblin. Vielleicht. Er hat nur noch einen Lendenschurz an und sagt, ich bin bereit für dich. Ich habe 3 Dolche. Das ist eine gute Antwort. Er hat auch ein langes, starkes Schwert. Stimmt, das habe ich ja jetzt auch. Eine frisch polierte Lanze hat er. Und er hat einen OP'n Heiltrank. Yay. Oh, fuck. Er kann danach doppelt so lang. Was? Ich dachte, er wäre rot und nicht blau. Na, jetzt mal. Jetzt beruhig dich mal. Du hast damit angefangen, ja, aber nicht. War ja alles halb so wild. Okay, ihr trefft also dahin noch jemanden, beziehungsweise ihr hört auf dem Weg dahin noch jemanden. Ihr lauft die Straße entlang und euch kommt so ein abgewrackter, rumbrüllender, älterer Typ entgegen. Brüllt er denn? Oder brüllt er einfach nur so, ah! Die Welt wird untergehen. Wappnet euch, das Ende ist nach. So ein alter auch Typ, Er redet, zum Beispiel steht er irgendwann vor eurem Hotel und brüllt durch die Tür, dass der aufhören soll, Frauen umzubringen und bei sich zu horten. Ganz absurde Sache. Oh. Aber er klingt auch sehr besoffen dabei. Mhm. Der Wagen steht noch am Eingang des Dorfes dort, neben dem Pfeil dort. Euer Wagen steht da, wo er geparkt hat. Das sehr muskulöse Pferd macht einen guten Job dabei, den zu bewachen. Stimmt, das Schwert. Das muskulöse Pferd. Betty ist mein Diebstahlschutz. Ich hab da im Kopf dieses muskulöse Schwein aus Family Guy. Ich das Pferd. Dieses Frostschwein. Dieses Schwein mit 4 Fäusten. als Hufe. Betty ist genauso muskulös wie ich. Wollen wir ihn ansprechen? Ja, wollt ihr ihn ansprechen? Er ruft lauter wirres Zeug über verschiedene Leute, die ihr namentlich jetzt nicht kennt. Und klingt dabei besoffen und wenn ihr euch nähert, kommt euch schon eine ordentliche Alkoholfahne entgegen. Potenzieller Kunde. Na, sprich ihn mal an. Schade, ich kann ihn nicht nachts zaubern, ich kann ihn nur einfrieren. Macht ihr jetzt auch mal ein bisschen Gameplay. Das kam gerade so komplett out of context. Damit er nüchtern wird, nass zaubern, meinte ich eigentlich. Aber ich kann nur Eis. Eis ist auch nur gefrorenes Wasser.
Ich kann Feuerball hinterher schießen. So Roleplay, Leute. Jetzt macht ihr auch mal ein bisschen Roleplay. Was ruft ihr da von toten Frauen? Er ignoriert dich erstmal und macht weiter mit seiner Schimpftirade. Ja, dich hier gerade was in Discord schicke. Moment. So fick ist dieses Bild! Ich liebe es! Du meinst dieses Bild, was jetzt keiner im Stream sehen kann? Oh mein ja. Gott! Genau das! Ich kann gerade mal ein anderes Bild einblenden, damit wir, wie das Pferd aussieht, von dem wir es gerade hatten. Ach Leute, mal ein bisschen Professionalität hier. Entschuldigung, ich habe halt nebenbei was gemacht, es ist zufällig wirklich gut geworden. Ein bisschen Gameplay hier, also Professionalität wird hier nichts, aber ein bisschen mehr In-Game. Ja, ist gut, ihr wollt den Typen anschreien, ich kann Multitasking. Du wolltest eine Kurzverrassung irgendwas schreiben. Was? Du hast irgendwas von Kurzfassung gesagt, dass du in Chat schicken wolltest. Nee, ich habe gesagt, während ich etwas in den Chat schicke, das Pferd. So. Okay. Sansi, du musst ihn nochmal ansprechen. Sprich ihn an. Ey, was schrubbelst du hier denn jetzt so rum? Was? Wer bist denn du? Bin Sansi. Ich nicht. Und wer bist du? Was? Wer bist du? Er kennt mich. Ich bin der Tobi. Hallo Tobi. Warum brüllst du hier so rum? Weil ich nichts anderes zu tun hab. Willst du beim Rumbrüllen Bier? Ich hab noch welches. Nehme ich immer. Na dann komm mal mit. Gut. Pack mich rein und auf zum Wagen. Er überbrückt sich 12 Meter zu dir. Ich hab dich 12 Meter durch das ganze Dorf angebrüllt. Du hast nie gesagt, du gehst zu ihm. Ich bin Barbar, das ist so scheißegal. Ihr habt euch quer über das ganze Dorf angebrüllt. Ja. Na, wie geht's dir? Ey, ja, ganz kurz. Ey, wer bist du? Ich bin Tobi. Hallo, Tobi. Ein typischer Dialog. Zwischen Barbaren und anderen Idioten. Ja, dann auf zum Wagen, würde ich jetzt erstmal sagen, für Bier. Ja, gut. Ihr geht zum Wagen, du servierst ihm ordentliche Menge Bier. Und? Möchtest du ihm noch was fragen? Während was brüllst du hier so quer im Dorf rum? Ja, du, ich hab halt nichts anderes zu tun, seit die ganzen Leute verschwinden. Da geht mir die Kundschaft aus, weißt du? Kundschaft? Was machst denn du? Selber hast du mal gemacht, also ich hab Zeug verkauft. Ja, dieser komische, eklige Typ da unten mir einen Laden abgekauft und seitdem habe ich zwar Geld, aber nichts mehr zu tun. Scheint gut bezahlt zu haben. Ja, gut, wirklich gut bezahlt. Aber ja, hier zahlst du ja auch nicht viel für andere Sachen, ne? Ja gut, es ist halt auf dem Land. Und was brüllst du da so alles? Hab irgendwas gehört von toten Frauen? Bei toten Frauen ist er interessiert, der Sansi. Ja, wir hatten ja gerade vorhin was mit einer toten Frau im fucking Dachzimmer. Ja. Ja, Morty. Ja, Entschuldigung, lass mich erstmal kurz wieder die Rolle zurückfinden. Ich muss hier sehr viel. Scheint so. Dann hör auf mit dem, was du im Hintergrund machst. Nein, das ist wichtig. Dann bricht die Welt zusammen. Ich muss sie nach oben halten. Atlas Mordi. Ja, okay, wo waren wir? Was war deine Frage gerade? Was er da rumbrüllt und irgendwas von, was er da irgendwo von toten Frauen rumbrüllt. Ah ja. Ja, der Hotelbesitzer-Typ. Seit er den Laden von seiner Mutter übernommen hat, da verschwinden hier die ganzen jungen Frauen. So ein komischer Zufall, oder? Der Mutter sind wir ja schon begegnet. Also, naja, sie uns nicht so wirklich. Ach, sie lebt doch noch, was? Nee.
Ah. Die liegt bei ihm oben im Schlafzimmer. Ah, seht ihr mir ähnlich. Komischer Typ. Was ich will man machen? War, ich bin stumpf. Und was ist das jetzt mit Leuten, die verschwinden? Ja, seit der Typ da den Laden übernommen hat, seitdem sind alle jungen Frauen hier aus dem Dorf verschwunden. Alle bis auf Tochter vom Schmied. Wer will die schon? Ist ja verständlich. Die gibt's nicht. Keine Ahnung, hab die noch nicht gesehen. Und habt noch irgendwo anders was gehört, dass da Leute, dass die Leute da im Wald verschwinden? Wald, ja, das ist aber auch schon. Das ist erst seit kurzem. Ah. Weiß nicht, was da ist. Die Leute behaupten irgendwas von bösen Geistern oder Monstern oder Wölfe oder was auch immer. Passt da nicht so auf, ich halte mich einfach da fern. Das ist eine Menge Leute, die hier scheinbar verschwinden. Seltsamer Ort. Ja, hier war es auch mal schön. Auch idyllisch ist das hier ja immer noch. Ja, war vielleicht mal, aber hier ist jetzt jeder bei dem Weintypen eingespannt, seit der da oben angefangen hat mit seinem Produzieren. Alle außer ich krieg keinen Job. Na gut, ich hab den Wein auch probiert, das ist echt gutes Zeug. Ich traue ihm nicht, der packt da doch irgendwas mit rein. Sonst würden die Leute nicht so viel davon trinken. Ich bleib bei gutem, starkem Bier. Und das habe ich da. Du kannst ihm was anbieten. Er säuft schon gerade einen Krug. Er säuft wie ein Loch. Er ist schon bei seinem sechsten Krug oder so. Und das kostenlos. Kostenlos war nicht gesagt. Die Rede. Geld hat er ja. Mindestens auf Rechnung des Königs. Da war, glaub, 3 pro Krug bei mir. 3 Eisen. Ja. Ich habe damals 1 Silber bezahlt. Tja. Ja, du schon. Sonst von jemand den anderen vielleicht noch jemand eine Frage an Tobi? Ja, vielleicht könnte man jemand fragen, wo, in welchem Wald das jetzt passiert ist. Im Wald? In welchem Wald? In welche Richtung hat man denn die Leute gehen sehen, bevor sie nicht mehr wieder kamen? Wo ist, wenn wir denn dem nachgehen würden, dem Verschwinden der Leute, in welche Richtung sollten wir uns wenden? Fragst du ihn das so? Ungefähr. Wo wir denn hingehen sollen, ja. Um die verschwundenen Leute zu finden. Ja, manche Norden, aber die meisten mehr so südlich. Drüben über die Brücke rüber. Auch hat man ihn nicht mehr gesehen. Aha. Das ist doch schon ein Hinweis, dass wir da. Und vielen Dank für die Infos, Tobi. Du bist ein cooler Typ. Das klingt so, als sollten wir uns mal im Wald. Er antwortet mit einem sehr ausgedehnten Rülpser, den ich leider nicht hinkriege, weil ich zu wenig Kohlensäure im Körper habe. Oh, schade. Das wäre jetzt Acting. Für solche Rülpser müsste ich jetzt das Noise Cancelling ausmachen. Aha. Aber ich habe nichts bei meinen. Nicht, wenn ich 500 Milliliter Sprite gesoffen habe. Ich brauche keine Getränke zum Rülpsen. Na dann. Hab mir den Scheiß irgendwann mit 11 im Zeltlager vom Jugendrotkreuz beigebracht. Mund zu Mund atmen. Okay. Nee, das ist einfach Luft in den Magen saugen. Ja, ich weiß. Ach fuck, das war nichts. Dafür brauche ich keinen Mund. Also doch, mein eigener, aber keinen anderen. Ich hab grad einen verkackten Rülpser losgelassen. Das war nix. Hab nichts gehört. Alles gut. Ja, leider. Schade. Hab schon manchmal richtig gut hingekriegt. Heute erst. Auf als rein. Gut.
Ich habe von einem Schmied gehört. Ich bin interessiert. Wo gibt es hier einen Schmied? Der Schmied, den habe ich euch auf der Karte auch markiert gehabt. Das ist der pinke, das pinke Kreis. Also da, wo die Handwerker und okay, auf dem, so weiter sind. Also auf dem Weg zum Bäcker, Metzger. Auf dem Weg zum Ende. Der wichtige Orange war der Dorfvorsteher, oder? Das in Orange ist der Dorfvorsteher, ja. Der ist so ein bisschen außerhalb, dass er alles so in dem Bereich im Blick haben kann. Okay, das... Hat auch einen kleinen Turm, das auf dem Weg zum Wald runter, da würde ich sagen, gehen wir sagst mal in die Richtung. Würde ich aber mal bei der... Dorfvorsteher. Ich würde aber gerne mal, während ihr zum Dorfvorsteher geht, würde ich gerne mal an der Schmiede vorbeischauen. Und dort mal schauen, was sich da machen lässt. Ja, kannst du gern tun. Okay, der Rest will zum Dorfvorsteher, oder? Ja. Ich rechne noch kurz ab. 6, 18 Eisen, das wären also 3 Silber, 3 Eisen. Okay, ich begebe mich. Und das Fass ist jetzt so voll. Du checkst so voll. Die Fülle von deinem Fass. So ein bisschen, ja. Also ich zähle 10 große Biere pro Fass. Okay, cool, dann muss ich das nicht machen. Danke für den Service. Was denn? Ich bin hier der Barkeeper. Ja, normalerweise muss das immer der Spielleiter tracken. Deshalb habe ich euch nie was... nie irgendwelche Ressourcen groß gegeben. Damit du es nicht tracken musst. Exakt. Dann lass ich's. Du kannst ja in dem Ort noch eine Kneipe eröffnen. Oh, Tobi war schon ein guter Kunde. Ja, aber... ja. Ja, er hat Geld und ist besoffen. Was erwartest du? Das ist eine gute Kombi. Verabschiede ich mich von Tobi, lade ihn ein, dass er gerne später wiederkommen kann. Er kann gerne mitkommen. Oder ja, mitkommen? Nee, das, so besoffen ist er dann auch noch nicht, aber er kümmert sich wieder um sein tägliches Business und fängt an, irgendwelche wäre Scheiße zu brüllen. Sowas kann ich respektieren. Einer, der zu seiner Arbeit steht. Ja. Ich kann euch auch mal kurz dein Pferd einblenden. Hübsch. Ein richtiger Hengst. Ja. Ha, die gute Betty. Okay. Dann ja, auf zum Dorfvorsteher. Okay. Und auf zum Schmied. Auf zum Dorfvorsteher. Ja. Ich geh dir aber zum Schmied. Doch, verstehe. Alles klar. Gut. Ist so ein kleines, steinernes Gebäude. Das passiert gleichzeitig. Turm ist obendrauf. Ja, ich gehe erstmal zum Dorfvorsteher. Entschuldigung. Kannst du bitte die Map wieder einblenden? Oh. Das Pferd ist nicht so wichtig. Willst du kein gut aussehendes Pferd haben? Ja. Wir sind am Pferd gerade auf Höhe der Schnauze. Die Welt sieht aus wie ein muskulöses Pferd. Ja. Na dann. Ein magisches Pferd, das ist ein magisches Pferd. Warte, ist Zwergi jetzt nach unten gedüst oder was? Ja, in den Wald. Ach so. Ne, ich bin zum Schmied gelaufen. Ach so, zum Schmied. So. Na dann. Ja. Wie gesagt, Zwergi, zwei Gruppen ist absolut okay, wenn ihr macht. Alles drüber wird ein bisschen nervig. Also, ihr kommt zum kleinen... Zwergi wird die Tochter des Schmiedes verführen. Also. Ein kleines steinernes Gebäude. Kommt drauf an. Ein Türmchen oben drin. Vorne dran sind zwei Wachen. Eine ist ein bisschen gut gebaut oder andere ist alt und ihm fehlt schon ein Bein. Also scheint eigentlich eher eine friedlichere Gegend zu sein ursprünglich. Und ihr steht jetzt gerade vor der massiven Holztür von dem Ding. Früher war ich auch ein Abenteurer, doch dann habe ich mein Bein verloren. Das hat mich ein bisschen halt erwischt. Ja. Dürfen wir bitte reingehen? Wir wollen mit dem Dorfvorsteher sprechen. Wer seid ihr denn? Fragt der etwas dickere. Wir sind drei Leute im Auftrag Probleme. Des Kreises und ich zeige den Ausweis. Der König, Kaiser, keine Ahnung. Er guckt sich den an. Für König, Kaiser, Vaterland. Ja, okay. Sorry, Morty, der Kaiser ist jetzt Batman.
Ihr habt ihn noch nicht kennengelernt, vielleicht ist er das. Graf Lederlappen. Jetzt ist es! Graf Lederlappen, ja! Nein. Ihr werdet auf jeden Fall eingelassen. Kommt zu so einem, ja, so einer Art Empfangsraum. Und es läutet auch eine Glocke. Nach ein paar Minuten kommt ein alter Mann die Treppe runter, war wahrscheinlich in seinem Türmchen. Ein alter Mann. Entschuldigung. The fuck? Ich hatte verwirr den Modi nicht. Von Knorkator. Verwirr den Modi nicht. Okay, cool. Okay. Alter Mann kommt runter und ja, empfängt euch. Was wollt ihr? Ich habe gehört, sie in letzter Zeit. What the fuck, warum ist Gandalf? Jetzt, aber er ist nicht gesagt, in was für einem Land ihr seid. Aber er ist nicht ganz. Die Stadtverwalter sind. Aber er ist nicht ganz drauf, Mordi. Ja. Kannst du ihn noch mal ein bisschen mehr drauf bringen? Sein Gesicht ist nicht da. Der hört da auf. Ups. Oh. Ach, ja. Er hat keinen Kopf. Er hat keine Stirn. Ja, gut. Ich zeichne wie einen ein. Ja. Gut, ich lasse euch den Spaß. Macht ihr eine Glatze von mir aus, ist mir egal. Macht, was ihr denkt. Auf jeden Fall dieser Mann. Sehr schöne, gearbeitete Roben. Wahrscheinlich so mindestens Ende 70, aber für einen Zauberer noch fast jugendlich. Ja, Zauber können halt werden. Und empfängt euch. Wir haben gehört, in ihren Wäldern gehen merkwürdige Dinge vor sich. Und generell hat man sie deshalb geschickt. Leute. Ja, wir wurden geschickt, um starke magische Artefakte zu finden, die vielleicht Artefakte? Oder Unregelmäßigkeit. Davon hab ich jetzt noch nichts. Hieß es nicht, wir sollten das gehört, nicht weiter verraten. Seit wann? Ihr habt jetzt verraten, jetzt habt ihr die Scheiße, wenn im Zweifel. Nee, und ich bin beim Schmied. Du bist beim Schmied, du hast dich nicht einzumischen. Er hat gerade gesagt, dass. Er hat gerade die Wahrheit gesagt, also. Ja, also, seit wann sind denn diese mächtigen Artefakte verschwunden etwa? Ich misch mich nicht ein. Sie sind in ein magisches Loch verschwunden. In ein magisches Loch, sagen sie. Dieser Zauber. Im Goblin hinten. Wer ist dieser Mann? Und warum spricht er so viel Wahres? Was? Euer Bild, Alter. Okay, gut. Leute, kriegt also, euch seit ein. Seit wann sind denn diese Artefakte verschwunden? Wie lange sind wir schon weg? Seit einer Weile ein auf jeden Fall. Seit ein paar Wochen. Harry, du musst jetzt durch einen halben Kontinent fahren, bis wir da seid. Natürlich sind es ein paar Wochen. Also schon seit längerer Zeit, vielleicht einen Monat oder länger. Das ist seltsam. Etwa seit dieser Zeit sind bei uns in der Region immer mehr Leute verschwunden. Erst die jungen Frauen, dann die alten Frauen. Ja, bis auf eine. Geht wie ein magisches Artefakt dabei. Die kommt wahrscheinlich auch in den Fall. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall haben wir sehr viele Verluste zu beklagen. Etwa seit dieser Zeit. Die Leute sind in den südlichen Wald gegangen, um, was weiß ich, Tiere zu jagen. Oder was diese Leute hier eben so tun. Und sind nie wieder aufgetaucht. Wölfe haben wir auch keine gefunden. Ehrlich gesagt, fast keine Tiere mehr in diesem Waldstück. Deshalb. Es macht uns Sorgen, aber sie haben ja unsere Wachen draußen gesehen. Ich respektiere sie, aber was sollen diese Männer gegen dunkle Macht ausrichten? Deshalb habe ich auch ein Schreiben an den Kaiser ihres Landes geschickt, damit er uns vielleicht Unterstützung senden kann. Für unsere Führer ist das nichts Relevantes. Sie sehen also, ich bin sehr verzweifelt. Gut, dann werden wir uns wahrscheinlich mal in dem Wald umschauen. Vielen Dank. Ja, gerne. Sollten Sie irgendwas rausfinden, ich bin bereit dafür,
gut zu bezahlen. Gut. Wir melden uns dann wieder. Sehr gerne. Und er geht langsam wieder seine Treppe nach oben. Gut, ihr habt finally Informationen eingeholt. War Tobi etwa nicht informativ? Ja, schon. Ihn habe ich damit eingeschossen. Okay. Cut zum Schmied. Der war beim Schmied. Du siehst keinen männlichen Schmied, aber du siehst eine. Ja, Frau so Anfang Mitte ihrer 20er, die gerade dabei ist, irgendwelche Hufeisen oder sowas zu schmieden. Okay, ich gehe zu ihr hin und möchte ihr mal, ich zeig dir mal das Breitschwert, was ich bei dem Kobold mitgenommen habe. Und möchte von ihr mal einen sachlichen Rat mal haben und damit das mal die Festigkeit der Klinge mal recht die Schmiedekunst einschätzt, wie das, ob das was mir was dazu sagen kann, wie gut das hergestellt ist. Hey, möchtest okay, du dann spiel aus, was du ihr genau sagst. So ziemlich genau das. Ich gehe zu ihr hin und so. Fuck, das Bild hat mich gerade erwischt. Ich gehe zu ihr hin. Du hast von Tobi Infos über sie bekommen. Nein, ich gehe zu ihr hin und pack ihr das Schwert auf den Tisch und sag ihr, dass sie mir mal darüber Infos geben kann, welche Beschaffenheit das Schwert hat, ob das gut geschmiedet ist, ob das eine billige Arbeit ist, ob das. Ja. Ja, sicher, für ein paar Silber gucke ich mir das Ding mal an. Muss ja auch von irgendwas leben. Kann ja nicht jeder so ein, was auch immer ihr seid, sein. Ich frage, von wie viel Silber reden wir? Was bietet ihr mir denn für eine fachliche Analyse? Was nimmst du? Willst du gleich 100 Silber oder gibt es dich mit 2-3 zufrieden? Biete etwas an. Ich biete dir 2 Silber für einen fachlichen Rat dazu an. Ja, okay. Sie nimmt dir das Schwert aus der Hand, legt es auf den Tisch, verdeckt deine Sicht darauf, macht wohl irgendwas mit ihren Händen. Und dann gibt sie es dir wieder und lacht so ein bisschen. Wo habt ihr das Ding? Einen komischen Goblin da oder was? Das ist kaum als Schwert zu bezeichnen, das Ding. Na, sehr toll. Jemanden getötet kriegt er damit nicht. Vielleicht Butter aufs Brot geschmiert von mir aus, aber für mehr taucht das Teil nix. Ich sag hier mies gelaunt und dafür habe ich mit dem hässlichen Goblin dort drüben geflirtet. Oh, okay. Keine Sorge, der wollte alle, er wollte sogar mich. Ja, gekriegt hat das wahrscheinlich nicht. Sie lassen sich nicht auf sowas herab. Mies gelaunt nehme ich in das Schwert zurück und ja, verlasse das Nord. Ja, schön. Ich wollte nur wissen, was das Schwert wert ist. Wofür ich mich da geopfert habe. Gut. Okay. Okay, dann ab in Richtung Wald. Gute Quote. Wir haben fast alles auf dieser Karte abgeklappt und können uns nur an einer Stelle bisher nie wieder blicken lassen. Ihr habt jetzt Tag 1 fast abgeschlossen. Es ist jetzt auch schon nachmittags etwa die Zeit, als ihr angekommen seid. Jetzt gibt es nur noch Richtung Wald. Ja, mein Gut noch. Und dann Richtung Wald. Jo. Wohin wollt ihr jetzt erstmal? Weingut. Weingut. Sansi will sich bestimmt noch ein Fass kaufen. Ja. Ich warte der. Weingut, hak mir den letzten NPC auch noch ab. Okay, ich schon. Ich warte, während die zum Weingut gehen, warte ich an der Brücke. Und füttere meinen Fuchs mit dem Wagen. Niemals zu der Brücke.
Gut. Er ist neben dem Gasthaus. Wenn er Hunger hat, kann er sich was holen. Ich warte an der Brücke auf die anderen. Du wartest in der Brücke auf die anderen. Alles klar. Na dann, auf zum Weingut. Gut. Gibt's kommt da noch? An, ist jetzt nicht sonderlich bewacht. Ist ganz schön. Sehr viele Trauben außenrum auf den Feldern. Gibt's da irgendwie noch einen? Gibt's da noch irgendwie jemanden an der Brücke, mit dem ich mich spontan unterhalten kann, oder muss ich mich mit meinem Fuß beschäftigen? Kannst du den hässlichen Typen ins Gasthaus gehen und was trinken? Das ist direkt daneben. Direkt daneben? Okay. Ist das grün markierte rechts unten, neben der Brücke. Okay, dann gehe ich über die Brücke und hol mir da mal einen Drink. Alles klar. Mhm. Gut, dann hacken wir das später ab. Wir machen jetzt erstmal das Weingut. Also, ist alles sehr schön. Könnt ihr euch etwa sogar so vorstellen wie auf dem Intro-Bild? Also, etwa hier. Hübsch. Ja, hübsch. Ist gut gearbeitet. Hat eine Toilette außen. Wahrscheinlich das für die Mitarbeiter. Schaut mal die dunkle. Das Dungeon. Nee. Ja. Ja gut, ist dann. Schön überwachsen. Also ist die Mitarbeiter-Toilette ist ein Dungeon. Das ist eine Brücke, Zwergi. Das Innere des Goblins ist der Dungeon. Was? Was? Nix wie rein. Ja, dann mal gucken. Also, ja, was ist da? Was sieht man gerade? Außer diesem Bild. Viele rote Augen. Nee, ihr seht nicht viele große Augen. Die habt ihr drauf gemalt. Wenn eure Charaktere gerne rote Augen in den Schatten sehen wollen, dann dürft ihr das. Alles klar. Wollt ihr klopfen oder wollt ihr einbrechen? Klopfen. Wollt ihr die Tür kaputt schlagen? Ich versuche es zart zu klopfen. Weißt du, die Tür ist eingestürzt. Würfel doch einfach mal auf Stärke. Mal gucken, wie zart du klopfst. Fick dich. Eins. Es ist auch erleichtert um 10. Ja, nee. Alles klar. Als Stärke habe ich 70, ich habe 64 gewürfelt. Alles klar, du kopfst ordentlich hart, aber die Eichentüren halten. Dauert kurz und dann so ein kleiner, etwas älterer Mann, gepflegten Eindruck macht er auf dich, öffnet dir die Tür. Scheint wahrscheinlich ein Bediensteter zu sein, nimmst du an. Oh. Einen schönen guten Abend. Hallo, was wünschen Sie? Einen schönen guten Abend. Ich hätte Interesse, eins Ihrer Weinfässer zu erwerben. Okay. Sicher, da muss ich eben mit dem Chef reden. Moment. Er macht natürlich die Tür zu. Und es dauert ein paar Minuten. Hörst verklingende Schritte im Inneren und diesem sehr großen Anwesen. Und dann dauert es doch mal ein bisschen. Hörst lauter werdende Schritte aus diesem sehr großen Anwesen. Und die Tür öffnet sich. Derselbe Mann steht vor dir und meint, ja, er sagt, sie sollen reinkommen. Dann kann das Geschäftliche direkt verhandelt werden. Alles klar. Bitte folgen Sie mir. Natürlich. Gut. Kommt der anderen auch mit rein? Oder wartet ihr draußen? Oh. Ist da irgendwas, wirkt irgendwas sehr interessant oder ist es einfach nur wirklich nur ein stinknormales Gutshaus? Also ihr seht das, was ihr auf dem Bild seht. Kannst du im Klo mal nach dem Schlüssel gucken? Das ist gut, alter Rätsel. Ja, ich würde aber trotzdem gerne mit reingucken. Dass ich zu oft in meinem Leben verwendet habe. Ich auch. Und Max, oh, ja. Max hat sogar schon einmal gespielt und nicht gekonnt. Ja. John. Gehen jetzt die Leute mit rein, oder? Geht ihr jetzt mit rein oder nicht? Ja. Ich notiere mir gerade Schlüsselrätsel fürs Inselabenteuer. Selbstgebautes Klo und dann findet ihr einen Schlüssel drin. Das wäre lustig. Oder einfach nur so das fucking Flugzeugklo, was da irgendwo im Sand steckt und da drin ist ein Schlüssel. Ideen fürs Inselabenteuer, Doppelpunkt. Würde ich machen. Okay, gut, ihr kommt rein, werdet erstmal durch mehrere Räume geführt. Alles sehr schick, bis ihr dann an so einem
Art großem Wohnzimmer oder sowas rauskommt. Und auf einem der Stühle sitzt ein junger, recht gut aussehender Mann, trägt gerade ein rot-goldenes Gewand, ist blond, blaue Augen, sieht sehr attraktiv aus. Für euch, ich habe auch ein Bild. Ich entschuldige mich für den Stil, was besser habe ich leider nicht rausgekriegt. Ui, ich dachte, das ist ein Fantasy-Bösewicht. Exakt! Hey! Es ist halt irgendein. Aus irgendeinem Grund wurde wahrscheinlich der Tag Fantasy als Final Fantasy interpretiert. Hat jemand. Wo ist Final Fantasy reingerutscht, auf jeden Fall. Hat jemand von euch Betüren? Hat jemand von euch Betüren auf dem Charakterbogen? Samsi, du kannst ja verhandeln. Du kannst ja verhandeln und fragen, ob du für den. Dass du im Auftrag des Königs da bist und ein paar Weinfässer mitnehmen musst. Ja, also. Mal gucken, ob er aufbrechen und. Nee. Vielleicht versuch's. Sie geht mit 20 Fässern Wein weiter. Modi, um ein paar Fans gegen mich aufzubringen, du kannst dich hinstellen und Kamehameha sagen. Nein, das ist nicht Dragon Ball Stil, den würde man nicht sagen. Die Charaktere sehen alle exakt gleich aus. Ich weiß, aber ich wollte mal verschiedene Fangruppen gegen mich aufwiegeln. Alles gut, hast du heute noch mehrere Möglichkeiten. Dragon Ball mit Fans. Er sitzt vor euch auf einem Sessel. Am Kamin. Mhm. Ja, was tut ihr? Feuer. Wartet drauf, dass ihr die Verhandlung eröffnet. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sansi und ich habe unten im Dorf die Gelegenheit gehabt, euren Wein zu testen und fand ihn sehr lecker. Und als Barkeeper hätte ich Interesse, daher eins eurer Weinfässer zu erstehen. Ah, das freut mich ja. Sehr, es ist schön, dass auch andere Leute außerhalb des Dorfes endlich mein Produkt anfangen zu schätzen, zu wissen. Wo kommt ihr denn her, wenn ich fragen darf? Wo würdet ihr denn verkaufen? Ich bin fahrender Barkeeper, sprich an vielen Orten. Fahrend, sagt ihr. Was für ein interessantes Konzept. Es funktioniert. Das gefällt mir. Ja. Sprich, viele würden von eurem Wein, würden dazu kommen, euren Wein zu probieren und würden natürlich dann auch Interesse bekommen, noch mehr von euch zu besorgen. Ach, das ist so ausgezeichnet. Ich bin immer ein großer Freund davon, meine Produkte in weiterer Reichweite bekannt zu machen. Zu exportieren. Danke. Zu exportieren, ja. Simple Worte. Einfache Worte. Ja. Ja, gut. Es gibt auch manchmal solche Momente, wo mir einfach... Was würdet ihr euch denn preislich vorstellen für so ein Fass? Das kommt drauf an, wie viele ihr haben wollt. So ein, zwei Fässer würde ich schon mal gerne mitnehmen wollen. Ein, zwei? Er überlegt kurz. Jetzt muss ich erstmal gucken, was für Werte er darauf hat. Modi, aber keine Angst, das mit den Wörtern vergessen ist normal. Es gibt auch manchmal Tage, wo ich vergesse, was eine Tür ist, wo ich dann immer so, wie heißt das nochmal? Das Ding, wo man das Ding runterdrückt, um da durchzugehen oder wie ist das? Wie heißt dieses Ding mit der Glasscheibe drin bei mir hier? Klar. Ja, also für ein, zwei Fässer. Und da sie fahrender Händler sind und wie ich hörte, sowieso im Auftrag des Kaisers unterwegs. Das ist korrekt. Dann können Sie die Fässer gerne mitnehmen. Nennen wir es mal Promomaterial. Oh, das höre ich doch gerne. Ich höre es noch sehr viel lieber, das können Sie mir glauben. Dann schreibe ich mir zwei Fässer auf. Ja, schreib dir zwei Fässer auf. Zwei Fässer Wein. Kann ich den mal untersuchen, alchemistisch? Den Wein? Ja. Kannst du gern tun. Was da drin ist. Okay. Also wenn ich das jetzt verkacke, es geht nur kritisch verkacken.
Ja, du hast jetzt gerade keinen Wein. Achso, ja, ich frage natürlich Sansi, ob ich mir einen Schluck Wein nehmen darf. Ja, Schluck kannst du gerne mal zum Probieren benutzen. Vielleicht nicht jetzt hier drinnen. Achso, ja, später. Jetzt würde ich den Chef gegenüberstehen. Da ihr gerade im Gespräch mit ihm seid, meint er so, oh, dafür müssen sie aber nicht das Verkaufsgut angreifen. Schnippst einmal mit dem Finger und euer Führer, der euch reingebracht hat, bringt schon mal mehrere Gläser voll mit seinem Wein. Weil natürlich hat er da genau, warum nicht? Musstest du Führer sein. Natürlich, er hat den Scheiß, warum sollten wir das so machen? Ja. Kann ich das direkt einfach untersuchen? Du kannst geschmacklich untersuchen, vielleicht findest du mehr raus. Glaube ich hier Alchemie. Okay, gut. Hat geklappt. Ich habe 35 auf Alchemie und 60 auf Intelligenz. Ich kann nicht verkacken im Grunde. Ja, wenn du verkackst, dann richtig. Ja, dann sterbe ich einfach. Ja. Erster Tod des Spielers. Er hat sich am Wein verschluckt. Ja, bei über 100 vielleicht. Wein verschluckt. Okay, was du rausschmecken kannst, sind einmal Wein, logischerweise. Also Standard. Nein. Geschmack von gegorenen Trauben. Du schmeckst mehrere Gewürze. Einige davon kennst du nicht, aber. Wie weit bist du schon in deinem Leben rumgekommen? Ich bin ein wandernder Magier. Ja, dann also schon ein bisschen warst du vielleicht schon mal da. Ein paar Gewürze, die du eher den Kraterinseln im Osten zuordnen würdest. Also durchaus eine ordentliche Strecke. Und ja, irgendwie auch was leicht Metallartiges im Abgang. So ganz leicht. Okay. Ja, da trinke ich auch noch mein Gläschen vor mich hin. Ja, mach das. Ich würde den Typen gerne. Also, ich frage, wie heißt der nochmal? Hast du nie gefragt? Ach, stimmt. Ich bin direkt ins Geschäft. Ja. Direkt zum Wichtigen. Und ab dem Punkt wäre es auch ein bisschen peinlich, nach dem Namen nochmal extra zu fragen. Ja, alles gut. Wie heißen Sie noch, kleiner Ed? Wie bekommen Sie eigentlich diesen hervorragenden Wichtigen nochmal? Vulkaninsel, irgendwas? Achso, ja. Wie bekommen Sie nochmal diesen. Wie bekommen Sie diesen hervorragenden Geschmack der an Früchte von der Kraterinsel erinnern? Oh, wissen Sie, ich bin in meinem Leben schon einiges rumgekommen. Durch den ganzen Kontinent gereist im Grunde. Und ja, ich hatte noch ein bisschen was übrig von den Gewürzen. Und dann habe ich gedacht, als ich das Gut hier von meinem Onkel übernommen habe, warum sollte ich nicht probieren, was dabei rauskommt? Kann ja nicht schlechter werden. Ist ein exzellentes. Und im Endeffekt scheint es sich bewährt zu haben. Geworden. Ja. Exzellenter Wein. Die einzigsten Kräuter, die auf der Kraterinsel wachsen, sind Kokain, ein Spaß. Nee, es gibt schon einiges. Da kommt zum Beispiel das meiste an Pfeffer her. Und das meiste an tropischen Dingen. Ja, nee, alles gut. Aber okay, Kokain gut. Auch, ja. Durchaus. Also vielleicht, wenn du Expertise hättest. Nee, das ist nicht drin. Keine Sorge. Keine Sorge, schade. Ihr werdet nicht abhängiger als jeder normale Alkoholiker. Gut. Na gut, ich bin zwar Barbar, aber kein Kampftrinker. Noch. Außer wenn ich kritisch würfel. Ja, ja, haben wir sonst noch irgendwas vor oder bewegen wir uns mal langsam zu Zwergi zurück? Ich glaube, wir gehen in den Wald. Erstmal bringe ich die Fässer zum Wagen und dann gehen wir in den Wald. Ja, dann mach das. Passt. Gut. Ihr trefft auf euren Kollegen. Was willst du in der Zwischenzeit gemacht haben? Willst du ins Gasthaus gegangen sein oder nicht? Ich habe ja schon gesagt, dass ich ins Gasthaus gegangen bin und mir dort einen. Kannst die Map wieder einblenden? Mir dort, wir sind beim Gasthaus. Ich pack euch den entsprechenden NPC wieder ran. Gibt's noch einen NPC? Außer,
aus. Ja, natürlich, den du jetzt noch nicht kennst. Ich meine, ich hab's jetzt schon gesagt, aber ich muss das auch nicht. Das tut jetzt nicht wirklich Not. Ich kann auch dort an der Brücke gesessen haben und. Vielleicht passiert noch was. Willst du dich unterhalten haben? Willst du Infos einholen? Sonst was? Es macht für meinen Charakter auch nicht wirklich Sinn, dort ins Gasthaus reinzugehen. Ich habe eher an der Brücke gesessen, habe ein bisschen mit den Füßen. Dann sitzt du im Regen an der Brücke und starrst traurig aufs Wasser. Auf einmal kommt Ich klatsche mit den Füßen ein bisschen im Wasser und fühle mich ein bisschen bedreppelt. Fühle mich ein bisschen benutzt vom Kobold, der mir dieses Schwert für nix und wieder nichts gegeben hat. Würfelst du mal bitte auf Wahrnehmung? Ob er uns überhaupt bemerkt? Wahrnehmung. Das könnte ich bloß geschafft haben. Pure Wahrnehmung. Ja. Okay, habe ich natürlich nicht geschafft. Ich gucke ganz betrippelt dort auf den Fluss dort und beschäftige mich mit meinem Fuchs und ich rede mit meinem Fuchs. Du bist das einzige Zuckerschnäuzchen, was ich hier habe. Ah, Sodomie kommt jetzt auch noch dazu, was? Wir beide und kein anderer, wir brauchen keinen Leben. Auf einmal geht er zu der toten Frau. Gut, was passiert mit mir? Ich hab Wahrnehmung verkackt. Ja, du hast nicht gesehen. Du hast leider nicht gesehen, wie der Goblin den nochmal von drüben zuzwinkert. Ah, zum Glück. Und einen Kuss entgegenwirft. Ah ja. Ich hab's zum Glück nicht gesehen und. Hoffentlich wird das ein dauerhaftes Bestandteil sämtlicher Abenteuer. Hoffentlich nicht. Vielleicht. Ich hab's zum Glück nicht gesehen und beschäftige mich weiter mit dem Fluss. Wie in meinen Füßen. Traurig über die Brücke kommen lassen. Der ist jetzt immer so der Joker, der kommt so in Dungeons, wenn so kritisch wird, klettert aus so wie einem Schacht raus. So wie der Droide im ersten Abenteuer. So, was passiert sonst noch? Ja, nix. Du wartest auf deine Freunde kommen. Ja. Es dreht mich rückwärts in den Wasser. Ich warte auf die Freunde. Gemacht haben. Du willst aufs Wasser geguckt haben. Ja, ich warte dort im Regen. Ja, du siehst vielleicht noch ein paar Fische rumschwimmen in dem Fluss. Sonst passiert dir überhaupt nichts mehr. Na dann, auf geht's. Gucken wir in den Wald. Ja. Und machen Monster kalt. Und alles, was sich reimt, ist gut. Und kann ich nach magischen Spuren suchen? Weil. Willst du nach magischen Spuren suchen? Jo. Würfel mal bitte ein schweres Magie erkennen. Warte. Halber Wert. 20? Ja, nee, ich weiß nicht was. 20 plus 45. Ja, geteilt durch 2 in dem Fall, weil schwer. Ja, alles gut. Das hat, glaube ich, ganz knapp nicht geklappt, oder? Ja. Ich glaube, ich habe 32,5. Dann siehst du keine magischen Spuren oder ähnliches. Okay. Gut. Ihr geht einfach in den Wald, wo es hieß, da sind Leute verschwunden, oder? Jo. Okay. Auf einmal bewegen sich die Bäume. Das war der Plan. Ende. Das könnt ihr gern tun. Ballgrube. Ein Baum stürzt auf und ihr seid tot. Nein, ich hab gesagt, auf einmal bewegen sich Bäume. Ende. Nein, ich baue keine Ents ein. Das wäre, glaube ich, Lizenzverletzung. Da gab es in der Vergangenheit schon mal Probleme mit Leuten. Jetzt, wo er es gesagt hat, habt Danke dafür. Ich hab gesagt, ich baue die nicht ein. Man darf die Dinge trotzdem erwähnen. Das sind eine Sache bei Herr der Ringe. Dann nennt sie halt Ents mit M. Problem gelöst. Ja. Waren allgemein lebende Bäume. Wie die Flulochs bei Deponia 4. Was? Die haben Copyright auf Photosynthese? Ja. So, ab in den Wald. Ab in den Wald mit uns. Die weiblichen Bäume, die sind nicht vorgekommen. Ab in den Wald mit uns. Ihr geht in den Wald, während ihr überredende Bäume und ein Buch, das ihr irgendwann mal gelesen habt, diskutiert. Gut. Ein schönes. Im Wald angekommen. Passiert erstmal nichts Großartiges. Was euch auffällt, ist, dass ihr. Das Buch, das wir gelesen haben, hieß Der Bär der Klinge. Ich glaube, das war. Nee, es war Der Herr der Dinge. Und es ging darin um die Erfindung von Zeug. Nicht Kram? Nein, nicht Kram. Kram ist die billige,
ist die billige ausländische Kopie. Wer hat Gedöns erfunden? So rein dort in den Wald. Das steht in Band 2. Gut, das waren die Franzosen. Da ist ein Ö drin, das deutet auf Franzosen hin. Vielleicht sind ja ein paar Franzosen im Wald. Können wir mal reingucken. Vielleicht sind Franzosen im Wald. Das ist das Problem hier. Sind Franzosen im Wald. Einmal auf sie haben die Frauen verschleppt. Sie haben die Frauen verschleppt. Des ganzen Abenteuers ist der Eiffelturm. Der laufende Eiffelturm. Schwarz und penisförmig. So wie man ihn kennt. Ja. Du meinst der laufende Eiffelturm, damit wir Leute, kommen, Leute. Solange nicht durchsteht, ist alles in Ordnung. Stimmt. Je länger dieser Dialog geht, desto Modi Wald. Also ist mir ganz recht. Modi Wald. Gut, ja. ihr macht weiter in eure. Blenden den Wald ein. Eure Witze. Würfelt mal bitte eure Wahrnehmung. Alle. Ah, okidoki. Sekunde. Hab's geschafft. Wahrnehmung. Hab's geschafft, easy. Ich hab's auch. Sowas von hab ich's geschafft. Wow, also, alle. Also, alle haben's geschafft. Ja, gut. Dann fällt euch auf, dass ihr so im Gespräch abgelenkt seid, dass mittlerweile um euch rum ein ziemlich dichter Nebel aufgezogen ist. Und ihr keine Ahnung habt, wo ihr überhaupt seid. Oha. Müssen wir den Wald wohl niederbrennen? Feuerball. Niederbrennen? Ich hab nichts, womit ich ihn selbst niederbrennen könnte. Ich könnte ihn niederbrennen. Feuerball! Ich hab auch einen magischen Speer, der Feuer ich kann. Ich möchte ihn nur nicht benutzen. Ich würfel nochmal auf Wahrnehmung für meinen Fuchs. Mein Fuchs hat's geschafft. Der sieht auch, dass er das Nebel ist. Okay, sehr knapp an meinem Fuchs. Dein Fuchs knurrt auch irgendwo in der Ecke, wo ihr jetzt nichts erkennen könnt. Okay. Ich weise die anderen darauf hin, dass mein Fuchs dort gerade was gesehen hat und da was anknurrt. Ich sag meinem Fuchs, komm her, ich gebe meinem Fuchs den Befehl herzukommen, bei mir zu bleiben. Komm her, Maverick, komm. Ich zieh meine Axt. Das schaff ich gerade so nicht. Also er kommt schon so in meine Richtung, aber bleibt's dann doch. Ja, er bleibt ein Stück von dir weg. Ich mache eine Markierung an dem Baum. Er knurrt immer noch alles den weiter. Kannst du gern tun. So, den was Feuerball als Markierung? Hat er einen Baum gepinkelt. Mit dem Wurfmesser so ein bisschen reinritzen. Ja, kannst du gern tun. Was tun wir als nächstes? Kann ich hier irgendwas Magisches sehen? Finden? Würfel auf Magie erkennen? Hat geklappt. Auch wenn du es sehr schwer machen möchtest. Hätte ich in dem Fall jetzt nicht. Normalerweise leuchtet ja, wenn du irgendwas Magisches hast, das in deinen Augen so ein bisschen auf. Du bekommst jetzt auf sämtliche Wahrnehmungs- und so weiter Proben minus 20 und alles ist extrem schwer. Du bist blind für die nächste Zeit. Oh. Also es ist einfach so alles magisch. Magie. Ja. Feuerball. Du stehst mittendrin. Nein, Schmarr. Du wirst geblendet. Ich sehe wahrscheinlich noch Bäume um mich herum, denke ich mal, im Wald. Ich dürfte ja schon einen Baum entdecken. Jetzt kriege ich im Nebel noch gerade so hin. Baum? Passiert aber zu im Wald. Ich würde mich mal gerne verstecken. Da habe ich einen Wert drauf. Da würde ich gerne drauf würfeln. Ich würde mich mal ganz vorsichtig mit meinem Fuchs hinterm Baum verstecken. Du kannst dich gerne hinterm Baum verstecken. Oha. Warte, kann trotzdem geklappt haben. Oder auch nicht. Verstecken. 10 plus Geschicklichkeit. Habe ich nicht geschafft, aber jetzt nicht so kritisch. Habe ich nur um 10 Du stehst in einem unglaublich dichten Nebel in einem Wald und versteckst dich vor etwas, wo du nicht weißt, ob überhaupt etwas da ist. Das durchgeht, dass du hinter einem Baum stehst, das für dich hinten ist. Es ist sehr neblig, deswegen ich versuche mich zu verstecken. Warum stehst du da vor dem Baum?
Er schaut gerne zu. Ich glaube, dass er dahinter sei. Ich hab eine Augenklappe und ich sehe dich noch. Nee, also ihr seht sie auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Na dann. Molte Morg ist blind, zu viel Magie. Also er sieht mich auf keinen Fall, weil er blind ist. Das ist... Er würde mich auch nicht sehen, wenn ich vor ihm stehen würde. Ah ja, ich bin versteckt, weil der Blinde mich nicht sieht. Ja. Das war außerdem eine Info an euch alle. Das hat Morg an sich gesagt. Ja, aber ihr seht alle allgemein nichts, was weiter als 2 Meter um euch rum ist. Wir sind alle auch fast blind. Gut, ich versteck mich. Was tut der Rest? Ich bin blind. Ich hab nichts im Thema. Im Endeffekt nichts wirklich gegen Magie. Also. Ja, würfel doch einfach einmal. Böse Magie sein. Willi. Ich würfel auf den Willi. Würfel den Willi. Nein? Hab mein Willi gewürfelt. 30 ist mein Willi und 37 habe ich gewürfelt. Alles klar. Das ist mein Willi. Oh, aber nur einen kleinen Willi. Aber er ist komplett funktional. Reicht für alles, was ich brauche. Ja, du siehst auf jeden Fall irgendwelche seltsamen, dunklen Umrisse. Oha. Irgendwo da in der Ecke. Sieht fast aus wie ein Mensch oder irgendwas Ähnliches. Kann ich auch mal würfeln, ob ich mit der flachen Seite meiner Axt draufhauen. Kann ich auch mal würfeln, ob ich die sehe? Das ist, ich würde die mal... Darum hau ich mit der flachen Seite von der Axt. Also es ist zu weit weg, als dass du es erkennen könntest. Darf mal würfeln, ob ich die auch sehe, die Gestalten, oder? Du darfst gern würfeln, ob du was siehst. Würfel auf Wille. Auf Wille, nicht auf Wahrnehmung. Nö. Wille, nö. Schaff ich nicht. Nicht geschafft? Ja, du hast auch das Gefühl, als würden dich mehrere Augen aus dem Wald anstarren. Okay, ich versuche mich nochmal zu verstecken. Ich versuche mich nochmal irgendwo in einem Gebüsch oder irgendwas, was da ich unsichtbar von den anderen zu verstecken. Das schaffe ich diesmal sogar. Sehr gut. Kann ich? Ja, ihr verliert übrigens beide erstmal 4 geistige Gesundheit. Kann ich auf Magiekunde würfeln, um herauszufinden, was das für eine Magie ist? Ja, kannst du. Okay. Geschafft. Ich verstecke mich in der Busch. Bin ich jetzt eigentlich betäubt oder bin ich einfach nur blind? Du bist blind, du siehst quasi nichts. Außer deine Hand, wenn du sie direkt vor deine Augen hältst. Also du würdest vermuten, den Zauber kennst du nicht, aber du hast... Weißt, dass es möglich ist, Leute Dinge sehen zu lassen. Also Illusionen oder sowas. Ja. Oha. Es könnte sowas sein, aber es könnte auch ein natürliches Phänomen sein. Es könnte auch irgendwas komplett Unbekanntes sein. So genau weißt du das leider nicht. Und du kannst ja den Magier fragen. Der ist blind, der wird da nichts sehen. Zum Fragen reicht's. Die besten nicht Magier sind oder immer stumm. Blind. Morg, kennst du irgendeinen Zauber, der Nebel herbeiruft und Illusionen hervorruft? Ich soll höchstwahrscheinlich auch drauf werfen, oder? Erkennst du sie denn? Morty? Ich habe nichts gehört von dem, was gerade... Du hast abgehackt. Ob er drauf würfeln soll, ob er es kennt. Was? Du kennst das nicht, du bist elementar. Achso, stimmt, ja. Du hast keine Ahnung von diesen Zaubern. Deshalb habe ich dich beim letzten Mal gefragt. Stimmt, ist Nebel kein Element? Doch nur Wasser. Du weißt, dass du Nebel erzeugen könntest, aber... Ja, dann antworte. Du kannst ja mal versuchen, den Nebel lichten zu lassen. Was ist denn Windstoß? Auf was soll ich werfen? Oder? Ja, ich habe Windstoß. Dann versuch doch mal, den Nebel zu lichten. Warte, ich glaube, ich habe auf Windstoß erleichtert. Lass mal kurz nachkommen. Hab ich. Ja. Warte mal. Das ist Beruf. Modi, mal gerade eben eine kleine Frage. Ich hab auf dem Charakterbogen neben der Rasse Halbelf habe ich stehen 1W6 Menschen. Was hat das zu bedeuten? Nachteil bei Konversation. Ah, okay. Da. Okay, hast du geschafft? Ja.
Also, es wäre traurig, wenn nicht. Gut, wohin möchtest du zählen? Dahin, wo Sansi das Zeug gesehen hat? Irgendwo in Richtung von was auch immer? Einfach um dich rumschießen? Ich würde um mich rumschießen, weil ich keine Ahnung habe, wo die Richtung ist, wo Sansi was gesehen hat. Alles klar. Gut, um mich rum lichtet sich auf jeden Fall der Nebel ein bisschen und... Gut, Discord-Reihenfolge Nummer 2 und 3 dürfen mal auf Wille würfeln, beide. Wer wäre das? Zwergi und ich. Ja, genau, Zwergi und ich. Auf Wille. Hab grad Discord nicht aufgehabt, deshalb. Das hat nicht geklappt. Hab ich nicht geklappt, ja, beides nicht. Alles klar, gut. Aber ich sehe immer noch nichts. Ja. Doch. Ich sehe nichts und kein Wille. Nee. Nee, du hörst, du siehst blind. Nicht, aber du hörst so seltsames, ja, klingt wie Springgeräusche oder sowas. Auf jeden Fall knackt da irgendwas aus einer Richtung und Zwergi, du siehst das hier. Oha. Ich glaube, das ist der Goblin von vorhin. Ich verstecke mich noch tiefer im Busch. Ich glaube, das ist der Goblin von vorhin. Ich halte meinen Fuchs ganz dolle fest. Ganz. Komm mal weg zu mir. Ja, ihr sehen hört nur auch, die beiden das, oder? Wenn ihr... Es ist etwa in der Richtung, wo du auch was gesehen hast. Ah. Ich rufe auch aus dem Busch heraus. Guck mal da! Also ich flüster so aus dem Busch. Ich zeige in die Richtung, wo ich das sehe. Es kommt ein Arm aus dem Busch und zeigt in die Richtung. Ja, du zeigst in die Richtung. Das bedeutet einen anderen. Okay, dann gucken wir mal hin. Ja, ich guck mal hin. Ja, ihr seht alle das. Und ich ziehe den Arm wieder ein und versuche mich zu verstecken. Das Ding flüstert irgendwas auf einer ganz ekligen Sprache, die ihr nicht versteht, und kommt auf euch zugehopst auf seinem einen Stelzen oder was auch immer das unten sein soll. Ach du Scheiße. Versuch ihn auszunocken und hau ihm mit der flachen Seite von der Axt auf den Kopf. Bist du sicher, dass du seinen Kopf erreichen kannst? Dann würfel mal auf deine Axt. Der sieht ziemlich groß aus. Ich bin 2,20 Meter. Das Ding ist um die 4 Meter groß. Die Axt ist auch nochmal 2,20 Meter. Also du kannst es erreichen, aber würfel mal auf deine Axt. Feuer. Ja. Gut. Ich habe auf meiner Axt 100. Ja, du schlägst. Jetzt darf versuchen auszuweichen. Wow. Ist er tot? Es weicht tatsächlich aus, allerdings in die Richtung von der... Es rennt in die Axt rein. Nein. Es rennt in deine Axt. Du hältst die Axt so, dass du ihn normalerweise nicht treffen würdest, so leicht schräg. Er springt ausgerechnet in die Seite mit der scharfen Klinge. Mach vollen Schaden. Mach vollen Schaden, bitte. Ja, würfel mal Schaden. Was war nochmal Schaden bei mir? Musst du wissen. Ein D12. Oder habe ich das sogar erhöht? Ich muss mal kurz gucken. Ja, du machst auf jeden Fall 9 Schaden. Ich muss mal kurz gucken, ob ich den Schaden vielleicht sogar erhöht habe von deiner Axt. Das ist absolut möglich. Ich glaube, es war am Ende von der letzten Runde. Itemkarten. Gewöhnlich. Du nennst meine Axt gewöhnlich! Ich schieße. 1d12, alles gut. Ich schieße aus dem Gebüsch heraus mit meinem imaginären Bogen einen imaginären Pfeil ab. Du machst 9 Schaden. Und das Ding fällt auf den Boden. Und du hast den Senkkopf abgetrennt. Das ist nicht mehr. Du hast es getötet? Ist platt? Ja, ja, der halbe Schädel ist weg. Wow. Das bremst die meisten etwas aus. Ja. Die meisten, das war wohl mehr Schein als sein. Ja, es war vor allem mehr Schein als sein. Ja, es war vor allem mehr Schein als Sein, weil vor euch gerade der einbeinige Wache liegt. Mit einem halben Schädel. Ja, der war kein schwerer Gegner. Wer hätte das gedacht? Ah, oh, Sansi hat den ersten Mord gemacht. Killcount plus 1. Nicht den ersten, oder? Und vor allem, weil er kein Zauberer ist, darf er sich erstmal 2 weitere geistige Gesundheit abfragen. Oh, Discord bricht halt hier permanent ab. Das ist echt unschön. Was, wieso geistige Gesundheit? Mord ist jetzt nichts Neues. Ja, aber du hast noch nicht gesehen, wie sich ein
hässliches Monster in harmlosen alten Mann verwandelt, den du eigentlich nicht angreifen wolltest. Ja gut. Das Argument lasse ich mal gelten. Ja. Gut, du bist jetzt unter 10, oder? Ja. Bin bei 9. Das ist nicht mehr. Dann hast du jetzt erstmal auf... Hast du jetzt erstmal auf alle Sachen, die Wille oder Soziales oder Intelligenz erfordern, erstmal einen Nachteil von einem W10. Ui. Geil. Bis du wieder über 10 bist. Wie kann man regenerieren? Ja, wie viel Wein vielleicht muss ich dafür trinken? Ja. Wie regeneriert man geistige Gesundheit, Morty? Hey, was war nochmal geistige Gesundheit? Guter Therapeut? Morty, was war nochmal geistige Gesundheit von Wert? 15. Dann war es mal, bevor du... Oh, mal. Ich habe aus Versehen das Falsche in Klammer eingetragen. Ups. Meine Magie ist ja KP. Du hast auch keine Probleme. Du hast aber jetzt wenig. Einen kleinen Albtraum und dann das war's. Okay. Der hat nicht weniger. Ich habe bisher nicht weiter geschlafen. Lassen wir die Beweise vernichten. Feuerball, nein, Spaß. Kannst gern Feuerball machen. Nein. Ihr könnt auch nicht weitergehen. Okay, ich komme aus dem Busch heraus. Aber waren es nicht mehrere Leute in Afrika? Ich würd mal. Ja, das Ding ist auf euch zugekommen. Also ich würde mal. Er ist auf euch zugekommen. Morty, ich würde mal Tierbefehl machen. Ich würde mal meinen Fuchs vorschicken, ob der mal, dass der mal schnuppert, ob der da ganz vorsichtig was sehen, was bemerken kann. Okay, du schickst deinen Fuchs einmal in eine Richtung vor, oder? Mhm. Klar, oh, scheiße, Mann! Oh, weg ist der Fuchs. Weg ist der Fuchs. Der Fuchs traut sich gar nichts. Der macht nichts mehr. Der bleibt auf der Stelle. Musst ihn okay schon tragen, wenn du ihn mitnehmen willst. Der hat so große Angst hier. Okay, ich nehme ihn. Verständlich. Ich heb ihn auf. Ich nehme den Fuchs bei mir. Ich nehme den Fuchs in deutscher Sprache. Ich habe einen Fuchs bei mir. Ja. Du darfst den Fuchs in dein Inventar schreiben, wenn du das willst. Den kann ich in der Hand tragen. Ja, du kannst ihn in der Hand tragen, dann brauchst du halt eine Aktion, um ihn fallen zu lassen oder sonst was. Der passt auch nicht ins Gesicht. Der passt auch nicht in meine Unterhose. In mein Inventar. Ich bin ein sehr trauriger Mann. Was ist? Das ist okay. Das Inventar in Videospielen ist die Unterhose. Das ist nichts Neues. Das ist. Die Leute laufen. Die Videospielcharaktere laufen immer ohne Rucksack rum. Das ist. Das ist wo die ihre Items verstauen. Was wollt ihr tun? Wollt ihr versuchen, aus dem Wald rauszufinden? Wollt ihr tiefer rein? Jetzt habe ich ja schon genug verloren. Auf geht's, weiter geht's. Okay. Ja, ich trage meinen Fuchs mit. Ihr entscheidet euch also für tiefer rein. Ihr geht dahin, wo der Nebel am dichtesten ist und so weiter. Das kann schon schief laufen. Gut. Je weiter der Nebel kommt, desto mehr. Wow. Seltsame, gruselige Geräusche. Durch Discord kommt gerade gar nichts durch, Morty. Da liegt an deiner Internetverbindung. Ja, ich weiß. Lieber. Vodafone. In der Tat. Da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Muss einfach das Stichwort Vodafone sagen. Ja. Ja. Kannst du es nochmal wiederholen, was du vorhin gesagt hast? Vielleicht kommt es nicht mal durch. Je weiter ihr in den tiefen, dunklen, dichten Nebel geht, desto mehr gruselige Geräusche und Schatten seht ihr. Und desto unangenehmer wird euch alles. Joa. Der ist tot, den kannst du ausblenden. Ich habe kein anderes Waldbild. Du hast kein Waldbild? Ich kann kurz eins generieren. Dann machen wir jetzt eben eine Viertelstunde Pause und dann... Wollte ich gerade sagen. Machen wir mal eine Viertelstunde Pause bis 21. Das passt ja gerade. Bis 21:30 Uhr, eine kurze Pause. Die Bilder haben wir doch schon. Ja. Ja. Kurze Pause bis 21:30 Uhr. Ciao, bis gleich. Bis gleich.